Also ich bin der Meinung, dass zwischen groß und kleinen Gegner nicht so viel Unterschied ist, weil letztendlich ist eine Waffe, okay? Wenn jemand entschlossen ist, mich zu schlagen oder von mir Geld oder Handy oder was auch immer haben will, wenn jemand nach vorne kommt, er ist zwar kleiner als der andere Gegner von mir, aber er ist trotzdem gewalttätig, okay? Er könnte ein Messer ziehen, er könnte mir eine Faust ziehen, okay? Nur wichtig ist, dass ich im richtigen Moment, in der richtigen Zeit und mich vor ihm nicht überraschen lasse. Wenn ich jetzt wieder vor ihm so stehe und dann er fragt mich, ob ich eine Zigarette habe, ich sage nein, habe ich nicht. Dann sagt er, hast du Geld, dann habe ich auch nicht. Und wenn meine Hände immer in der Hosentasche sind, machen wir den Schwinger, okay? Ich würde direkt ein Ding kriegen, bis ich hier reagiere, bin ich nach dem Boden. Okay? Es ist wirklich so. Okay, deshalb stehe ich jetzt einfach hier und wenn ich merke, ich sage, ey, ich habe keine Zigarette, Geld habe ich auch nicht. Und dann meistens fängt es an, ja, dann gib mal dein Handy. Das ist meistens ja so. Und dann sage ich, ich habe Handy auch nicht. Und in dem Moment nehme ich schon meine Hände hoch und versuche jetzt halt den ersten Angriff von ihm, von mir abzuwenden. Okay, mach mal einen Schwinger, einen gerade Schlag, mir egal. Okay, ich gehe hier direkt hier durch, greife ihn an, ist mir egal, wie er kommt. Für mich ist wichtig, dass ich in den Mann reingehe. Okay, ich gehe in den Mann rein. Okay, ich kontrolliere seine Arme. Angriff und Unterleib, Ellbogen, hier rüber, Kopfnuss, okay? Wichtig ist, dass ihr nicht zulässt, dass er zur Entscheidung kommt. Okay? Ihr müsst wild entschlossen sein, was ihr tut. Also wenn er anfängt zu schlagen und ich den decke und nichts unternehme, dann kommt der andere Schlag auch. Boah, und kommt der andere Schlag, weil ich kann nicht auf Dauer ihn nicht halten. Das geht nicht, okay? Und wenn ich Pech habe, hat er noch zwei andere Freunde noch von sich. Das wird alle mal schwierig. Deshalb, wenn ich angegriffen werde, okay, muss ich gleich einen Konter machen. Okay? Könnte ich direkt loslegen. Okay? Ich meine, ich habe mich verteidigt. Weil ich weiß ja nicht, ob er Waffe dabei hat, Handy, irgendetwas, okay, wo ich mich mit dem verletzen kann. Okay? Staffel 2 ist gleich mit mehreren Leuten. Ich gehe mal davon aus, dass er noch einen Freund bei sich hat, weil meistens sind sie nicht so mutig, wenn sie allein sind. Okay, es sei, sie sind auf Drogen oder besoffen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass sie zu zweit kommen und das kommt in Part 2. Okay, bis gleich. Zum Beispiel, falls er mir einen Schwinger schickt oder einen Lade schickt, könnte er mit hier reingehen. Ich bin geschützt, ich könnte mich noch verteidigen. Okay? Aber jetzt, wenn ich jetzt 5 Uhr stehen würde, nee, habe ich nicht. Bam!